Ja, hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors. Ja, es kam ja jetzt sehr lange kein Hyrule Warriors, obwohl ich das ja eigentlich Let's Playen wollte. Grund dafür war, dass mein Computer abgespackt ist öfters, als ich Tonaufnahmen gemacht habe. Ich habe es einmal vollständig aufgenommen, aber die Tondingens ist kaputt gegangen. Toll, ne? Und ja, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Ist aber kein Problem. Wir spielen Vulkan Eldin mit dem mit Impa, weil die hier empfohlen wurde. Heißt, die nehmen wir mal. Ganz kleine Sache. Und zwar habe ich für Link einige Sachen geholt. Einmal hier den normalen Angriff, den Combo-Angriff mit Zauberstab. Verteidigungsmedaillen habe ich hier sehr viele geholt. Hilfsmedaillen jetzt keine. Im Trainingsraum kann man aber was machen. Im Trainingsraum kannst du Charaktere zum Stufenaufstieg verhelfen. Dieses allerdings nur bis zur Stufe deines höchststufigen Charakters möglich. Je höher die Stufe des Charakters, desto mehr Rubine wird dich sein Training kosten. Okay. Jetzt bellt hier die ganze Zeit ein Hund. Das möchte ich aber nicht. Ich mach mal 5, glaube ich. Doch, mach ich mal 5. Ja. Komm. Ja. So, dann sind wir mit Link aufgestiegen. Und mit Impa bin ich Stufe 8. Okay. Trankladen. Da haben wir jetzt schon einiges. Gut. Dann würde ich sagen, spielen wir mit Impa, mit dem Langschwert. Und Leute, ich habe mal bei Domtendo reingeschaut und es gibt hier auch Herzcontainer. Toll, ne? Yo. Na gut, spielen wir jetzt erstmal mit Impa. Wir nehmen, da ich das ja alles schon freigeschaltet habe, den Wasserbonus. Hat einen Stern und dann würde ich sagen, geht's einfach los. After an arduous battle, Link and his comrades slew King Dodongo, but the beast was only ever intended as a distraction. The army of monsters had taken Hyrule Castle. Worse, after the dust had settled, Princess Zelda was nowhere to be found. Impa and Link searched the battlefield for any sign of her, but to no avail. Although the battle had been lost, Impa foresaw Link's importance to the coming war. She bestowed upon him a green tunic, the sign of the legendary hero. Link did not believe himself worthy of the honor, but he was determined to help Impa and her remaining soldiers locate Zelda. Weeks passed. Impa heard a rumor that a handful of soldiers were holding out against the monsters in Farron Woods. The leader of this resistance was supposedly a young woman. Impa dared to hope that this unknown woman was Zelda. Link and Impa decided to make their way to the forest by way of the Elden Caves, a path with its own dangers. Auf geht's zum Vulkan Eldin, Leute. Nun ja, dieses Kapitel heißt der Sheikah-Krieger. Wir haben hier das Schlachtfeld, was wir uns mal gerade angucken. Wir haben hier einmal Impa, wir standen also dort unten links. Wir mit Link natürlich, also Link startet mit uns mit. Der Hyrule-Hauptmann ist etwas weiter oben. Und die Monsterhorden, das heißt der Nachtschwärmer, ist dort in der Mitte, den wir dann auch nachher treffen werden. Ja. Stadius. Impa und Link erreichen den Höhlenausgang und Link flieht. Charakter kann ich jetzt mal vorlesen. Steuerung. Dieses Koronenschwert ist unglaublich scharf, aber auch schwer. Mit dem starken Angriff überbrückst du die Distanz zwischen dir und deinem Gegner in einem einzigen Augenblick.
Normaler Angriff, B. Kommen Angriff, Y. Starker Angriff, Y. Aber wenn man einen richtigen, wenn man richtig geile Combo Kombos möchte, dann drückt man einfach B und Y gleichzeitig. Das kann man ja hier mit dem Pro-Controller sehr gut. Waffenfähigkeiten. Wasserbonus. Verlängert die Dauer von Schaden über Zeit. Toll. Jo. Medaillen haben wir ja eben geguckt. Skulltulas. Besiege 1000 Feinde. Ja, Leute, da wollte ich eigentlich auch mal auf euch zukommen. Und zwar geht es ja auch hier um 100% des Spiels, wenn wir das machen möchten. Ich weiß es noch nicht, ob ich es mache. Wenn ja, kann man die Skulltulas bzw. Herzteile, Herzcontainer, alles noch nachholen. Das heißt also, falls ich irgendwann mal im Laufe des Let's Plays entscheide, so, wir machen das mal 100%, dann können wir die Level nochmal wiederholen oder ich schneide das einfach rein. Tutorial brauchen wir nicht, Optionen brauchen wir nicht, Musikauswahl brauchen wir nicht, Schlachtauswahl brauchen wir auch nicht und jetzt würde ich einfach sagen, Schlacht beginnen. Boah, der Vulkan Eldi, ne, der ist so geil designt hier. Es ist auch mega geiles, schwieriges Level schon. Also das zweite Level geht schon richtig ordentlich ab, Leute. Und jetzt sehen wir hier Impa. Und leider habe ich ja schon mit ihr gekämpft. Das heißt, ich weiß schon die Steuerung. So, was ich auch noch sagen möchte, ist, dass ich jetzt hier die Dialoge nicht immer vorlesen werde. Das hat sich jetzt halt geändert. Und ja. Also nicht alle Dialoge, einfach nur manche so mal zwischendurch. Genau. Einige hallianische Truppen sind schon vorausmarschiert. Wir sollten ihnen folgen. Sagt Proxy, nicht Navi. Proxy. Navi gibt's ja irgendwie gar nicht. Hey, listen. Gott. Zack, Junge. So. Neue Mission erreiche den Hyrule Hauptmann. Nun ja, es gibt viele Hauptmänner hier. Den meint ihr wahrscheinlich. Dort müssten wir nämlich den Vorposten-Fuzzi da killen. Machen wir das mal schnell. Stopp, du alter Saumann. Zu tot? Ja. So, Materialien sammeln wir hier weiterhin auf. Weil das ist schon... So, alles einnehmen, Leute, würde ich hier eigentlich auch nicht. Warum, seht ihr eigentlich gleich. So, aber hier ist ein Stahlfossritter, den ich mal schnell töte. Und da sind ganz viele Materialien. So, gut. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. So, hinter der Wand ist ein Weg. Welcher? Ach, da! Schaut mal, was haben wir denn hier? Oh! Ist ja auch was? Ja! Nee, doch nicht. Ich wollte gerade schon... Das ist das Loch, aus dem die Monster kommen wahrscheinlich. Oder so, hat der gerade Proxy gesagt. So... Mal ein paar Bomben werfen hier. Und jetzt kommt auch schon der Nachtschwärmer, den ich richtig ekelhaft und scheiße schwer finde, Alter. Ist richtig nervig. So. Okay. Ja. Ist der tot? Nein, noch nicht. Shit, Alter. Aber jetzt. Impa hat den Nachtschwärmer besiegt. So, ich glaube... Ja! Hier haben wir jetzt Superbomben erhalten, die sehr, sehr viel Schaden machen, wie ihr seht. Und dort haben wir wieder einen Festungstypen. Einen Festungskommander, den wir jetzt gerade platt gemacht haben. Und das Material von ihm aufgesammelt haben. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier entlang. Und hier hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute.
Das ist mega, mega viel. Stufe erhöht. Wenn ich hier Superbomben kriegen würde, wäre das sehr nett, Nintendo. Aber die kann man auch so platt machen, wie man sieht. Weil das sind einfach... Das ist ja nix hier. Impa hat 500 Feinde besiegt. So, Triforce-Splitter. Okay, und dann machen wir mal hier nochmal gerade die Leute platt. Genau, so. Was willst du jetzt? Warte mal. Nerviges Skelett. Nervige Skelette, sag ich mal. Wenn es schon wieder ein Nachtschwärmer, habe ich das Gefühl. Ja. Na toll, diese Nachtschwärmer. Pass doch mal auf, Impa, Alter. Jetzt greif du doch an. Impa, bist du... Okay, ich guck mal gerade. Ich hatte das Gefühl, als würde ich gegen das Mikro gekommen sein. Jetzt aber. So, ich muss da mal aufpassen, Leute. Oh, ich habe eine Meldung bekommen gerade. Egal. Weiter geht's. Ja, gut. So erfolgreich? Aha. Okay. Gut. Du hast den Hyrule-Hauptmann erreicht. Ja, gut zu wissen. Okay, wie kommt man da rüber? Die Moral des Hyrule-Hauptmanns steigt. Ja, toll. Wir kommen nicht durch diese Lava. Sag bloß, Impa. Wirklich? Ach, was? Mann! Vielleicht können wir ja rüber, wenn wir diese Felsfreunde zerstören. Nee, Leute. Leute. Diese Leute, die sind so schlau. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, Proxy. Nee. Geil. Mache ich das mit diesem Wasserstrahl, Alter? Hui, ja! Okay, keine Ahnung, wie ich das mache. Ich drücke einfach irgendwie immer auf Knöpfe oder so. Keine Ahnung, Leute. Oh, okay, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen wieder. Ja, es ist scheiße. Okay, wir müssen zur Krabbelmine. Der Goronenhauptmann setzt die Krabbelmine in Bewegung. Ja, was ich hier gerade mache, ist auch blöd. So. Okay, ha. Zack, Junge. Ja, zack, Junge, ne? Zack, Mädchen, ne? Alles drin hier in meinen tollen Videos. Ja. Wo sind denn? Da ist die Krabbelmine. Okay, gut. Da ist die Krabbelmine. Das freut mich. Hier müssen wir erstmal ein paar Leute aufräumen, dass sich diese fette Krabbelmine mal bewegt. So, komm. Halt die Schnauze, Alter. Kackviecher. Junghaft. Komm. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Jetzt nervt doch nicht. Komm. Ja. Geil. Oh, jo. So, wo ist die Krabbelmine? Stirbt, Alter. Zack. 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 Oh nein. Ich will nicht den Exalfoss hier besiegen. Wo ist der denn? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da. Kann ich den anvisieren? Ja. Schnauze! Ist der Exalfoss besiegt? Ja. Hier haben wir nochmal Material. Hier nochmal ein bisschen Energy. Triforce Energy. Der neue Energy Drink, Leute. Triforce Splitter. Ja, wo ist denn hier der.
der Typ, den man hier fertig machen muss. Hallo? Aua, das hat mir getan. Das ist der Typ, den man fertig machen muss. Also damit man hier vorbei kann. Zack. Wurde die Skulptur auf dem Schlachtfeld gesichtet. Okay. Wo ist die? Aua. Achso, ja, wie schon gesagt, um die Skulptur, das kümmern wir uns ein anderes Mal. Aber, mich würde schon mal gerne interessieren, wie die sein soll. Ja, eskortiere die Krabbelmühle. Wie denn, wenn diese fetten Kinder hier einfach die ganze Zeit rumtanzen, Alter? Da! Hallo! Die fetten Skelette einfach, die ganze Zeit hier nerven. So. Material erhalten. Los, Krabbelmine, schnell. Schnauze, Proxy, Schnauze. Ja, ich trinke mal einen Schluck Fasspause, Leute. Lecker. So. Geil. Bam. Feinde gehen natürlich dadurch nicht kaputt. Nee. Gar nicht. Interessiert ihn Scheiß. So. Gute Arbeit, Impa. Endlich können wir weiter. Oh. Oh, Scheiße. Mist. Wir sind eingekesselt, Leute. Wer zum? Wer bist du denn? Naja, ich weiß es. Jo, wahrscheinlich. Das kann ich auch mit meiner Querflöte. Die Prinzessin ist nicht tot. Ihr werdet früher oder später sicher begegnen. Wie? Mein Name ist Schiekmann! Ich bin ein Nachfahre des Stammes der Schieker. Wir waren einst Diener der Königsfamilie von Hyrule. Der Stamm der Schieke? Unmöglich! Unterhalten wir uns später darüber, wenn wir aus dieser Höhle entkommen sind. Erlaubt mir, euch zu begleiten. Nee. Nee. Uns willst du begleiten? Komm, komm. Was? Gut. Ich lasse es mal lieber. Zack. Vorwärts! Vertretet diese längsten Würmer! Längsten? Props für mein Deutsch, Leute. Props. Wenn ihr mein Deutsch super findet, dann schreibt jetzt in die Kommentare Props oder super einfach. Dann weiß ich schon, was ihr meint. Ach, ist mein Alter. Hauptsache, wir sind bei Part 2. Vor 2 Wochen kam der erste Part. Alle anderen sind schon irgendwie bei Part 20 oder so. Läuft doch bei uns. Ich muss auf jeden Fall jetzt einiges nachholen, Leute. Was ziemlich, ziemlich kacke ist. So. Ich hoffe mal, dass diese Mission auch irgendwann mal vorbei ist. Ich laufe jetzt einfach mal durch, weil... Oh nein, Leute. Ach nee, schon wieder eine Krabbelmine. Naja. Daraus werden 2 Krabbelminen. Sag ich mal. Schon beim Vorhin aus. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen fetten Scheiß Stahlfassritter, der mir jetzt schon wieder auf den Sack geht. Halt die Schnauze, du Scheiß Stahlfassritter, Alter. So. Komm. Bats! Bats! Da haben wir doch wieder einen Fettsack. Komm her, Alter, Mann. Nerv nicht! So. Ist der down? Ja. So, wir haben hier wieder Material. Hier auch wieder Material. Magievoll. Nice.
Vielleicht halte ich mal einfach alle... Ah, hier kann man ein Schutzschild machen, okay. Hallo, was willst du jetzt? Der Westplatz droht zu fallen. Hallo? Sag mal, geht's noch? Oder, hey, Bombas. Das war der Scheiß. So. Wo sind die denn hier, der fette... Hallo? Die verarschen oder so? Hallo, hey! Der Steinplatz droht zu fallen. Ja, wie soll ich das denn hier alles innehmen, Alter? Was willst du denn? Ja, also... Bitte? Wir sind gerade am Aufrunden, Alter. Willst du mich verarschen oder was? Ach komm, leck mich, ey. Genau, so, was willst du? Komm, ich geh jetzt hier weg. Bin ich da oben hin, ey. Kann man auch nicht lang, Alter. Willst du mich verarschen gerade? Wo soll ich denn sonst lang? Ich weiß nicht, was er von mir wollt. Jo. Wahrscheinlich. Komm ich da hoch? Ja. Herrgott. Ja, hallo, Freunde. Wie geht's euch? Hallo. Hä? Ach komm, ey. Ich weiß jetzt echt nicht mehr. Ach, wie die Musik sich hier verändert, ist so geil. Wo ist denn hier? Da ist er. Geht doch. Den hat man doch vorher nicht gesehen. Was kann ich denn dafür? So, jetzt wird hier Magic eingesetzt, Leute. Jetzt gibt's Krieg. Bidi? Bidi, Bidi, was? Ja, Mann! Toll, ne? Super Attacke, Freunde. Öffnen wir die Schatztruhe. Was befindet sich dort drinnen? Du hast eine Waffentasche erhalten. Du kannst dir die später ansehen, was genau du da erbeutet hast. Wait. Hey, ich wette, da ist was ziemlich Nützliches drinnen. Das Südtor lässt sich nicht öffnen. Bitte? Warum dorsten? Willst du mich verarschen oder was? Das Zwischentor des Tunnels ist offen. Das ist ja super, Mann. Es ist so scheiße. So. Sie kriechen aus ihren Tunneln. Ah. Guck mal, haben wir es jetzt? Finde den Tunnelmeister. Ich geb den gleich mal Tunnelmeister. Die können mal gerne meine Schwertkünste fressen. Ach nee, ach nee. Mann, oh. Überlass ihn diese Festung. Die? Dort, schon wieder. So ein ekelhafter. Ja, Impa, Sheik bleibt nun zurück, um uns den Weg hier zu offenbaren und so. Komm! Die müssen wir auch noch töten. Nein! Falsch visiert, Alter! Ach Mann. Den sollst du doch platt machen, Mann! So, der ist down. Okay. So, wo lang wir jetzt? Der Tunnelmeister wurde besiegt. Ja, toll. Jetzt? Das hintere Tor ist offen. Ah. Erst jetzt, weißt du? Dieser Musik, der Fokal!
Gott, ich hau hier die ganze Zeit auf meinen Controller und hoffe, dass er nicht kaputt geht. Boah, geil! So. Oh nein, schon wieder versperrt! Lava- und Feuersäulen! Bitte? Bitte? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Was willst du? Ja, Mann! Braucht ihr wieder unsere Hilfe? Nee. Nee. Vielleicht nicht. Zack, Junge! Zwei Felssäulen, da wird die Sprengkraft einer Krabbe mir nicht ausreichen. Ah ja. Aber erstmal so sagen, so ja, unsere Krabbeln sind die besten, halten, aber die Sprengkraft ist leider einfach zu wenig. Und wie soll ich da bitte schön rein? Willst du mich, Impa? Nee, Quatsch. Hier ist eine, ja. Impa das Lager erobert, ja. Schön. Ja. Das scheint nicht der richtige Ort zu sein. Hör mal. Hör mal, Grone. Die Krabbelmine wurde nicht im Lager gefunden. Willst du mich verarschen? Ich suche die andere Ich fasse nicht. Wie soll ich die denn bitte schön... Ey. Nee. Nee. Ach so. Yo. Okay, klar. Kacke. Ja, gut gemacht. Ich hasse diesen fetten Klöck. Ah, diese ekelhaften Viecher hier einfach, ey. Nachtwächter, die so Kacken heißen, Alter. Nerv nicht, nein. Nachtschwärmer heißen die Dinger. Trotzdem war das nicht der Kommando-Typ. Wo ist der denn? Ach Leute. Nee. Magie wurde aufgefüllt, super, dann aktiviere ich sie. Falsche Taste. Okay, gut. So, zack. Genau so machen wir das. Komm her, Alte. Stür. So, diese Krabbelmine ist jetzt nun auf dem Weg. Hoffe ich. So. Ja, was können wir jetzt? Kann die Krabbelmine los, oder? Wir beide haben Krabbelmine losgeschickt. Sie halten die Felssäule auf. Niemals! Oh Gott. Ich vermute mal... Was ist das denn? Der dunkle Hexer Hiroma. Na toll. Ein Bossfight, Freunde. Ein Bossfight. Worauf ich ja jetzt schon tierisch Lust habe. Verteidigt aber bitte die Krabbelmine. Hallo. Ich würde echt gerne mal wissen, wo Hiroma jetzt ist, damit ich ihn besiegen kann, aber. Er scheint gerade beschäftigt zu sein. Ist ja gerade wahrscheinlich irgendwie beim Aldi einkaufen oder so. Er denkt sich so, du, hör mal, Impa, ich habe jetzt gerade keine Lust mit dir zu kämpfen. Ja, ich würde jetzt einfach gerne mal wissen, wo die ist. Wo ist die denn? Ja, wo ist dieses... Ach, da ist Pyroma. Hallo. Schätzchen. Wie geht's? Was ist denn du jetzt? Ja, ich glaube, der hat irgendwie Probleme oder so. Zack. So, gleich mal auf den Sack, Alter. Schnauze. Geht doch. So. Krabbelmine bewegt sich wieder. Das interessiert mich nicht. Ich bin gerade
dieses fette Kind hier. Na, also liebe Zuschauer, denkt dran, es ist nicht an euch, sondern hier gerade an den lieben Pyroma, der aussieht wie Pyjama. Ach, Mann. Komm, du bist gut. Du nervst. Bist gleich down. Du bist gleich down, Mann. Down. So. Unterstütze die Krabbelmine. Ja, ich bin gerade selbst ein bisschen überfordert. Dann ist die Krabbelmine. Okay, Alter. Was machst du, Impa? Gott im Himmel, Alter. Ja, natürlich. Noch ein Nachtschwärmer oder so. Wahrscheinlich. Jetzt halt die Schnauze, Alter. Mann. Boah, nerviges Vieh, Alter. So, jetzt du noch. Gut, Material, Material. Schnauze. Drecksvieh. Geht doch. So, Material erhalten. Sekunde mal, Leute, ich werde angerufen. Bis gleich. So, weiter geht's. Huch, wurde ich angerufen gerade. Okay. Alter. Hier ist gerade ein bisschen viel los. Aber auch nur ein bisschen. So, ich muss gucken, ob ich... Ich höre das ja nicht, weil es ja einfach so laut ist gerade vom Ton. Was haben wir denn hier? Aha. Herzenvoll. Bewegt sich die Krabbelmine eigentlich jetzt wieder, oder? Ich habe da jetzt keine Krabbelmine gesehen. Egal. Schnell weg hier, Leute. Schnell. Lauft einfach hier zum Höhlenausgang. Mir doch egal, Alter. Gott sei Dank, Leute. Beeilung, Link. Der Ausgang ist hier drüben. Link, schnell. Kann ich ein bisschen beeilen? Das ist ja nett, danke. Du hast es durch die Höhle von Eldin geschafft. Geil, Mann! Der Weg ist frei zum Wald von Firone. Und zu dieser jungen Frau, von der wir gehört haben. Hoffen wir, dass es Prinzessin Zelda ist. Nee. Nee. Link, Impa, danke. Vielleicht gelingt es euch beiden, Hyrule vor dem Untergang zu... Hilfen befreien. Leute, wir haben gewonnen, Mann! So. Geil. Ach ja. So, der Part ging eigentlich auch gar nicht so lange. Ja. 35 Minuten. Achso. Natürlich. Impa muss sich erstmal mit einem schönen Move verabschieden. Jo, danke, Impa. Schlacht gewonnen, boah, 18.000 Rubine, 32.000 Wasserbonus erhalten, Feuerstab, Leute, und den Rubinenboden, ja, alles das, was ich schon kenne, halt. Ich mach mal alles mitnehmen. Gibt's was Neues? Nee. Okay. Hier... geht es dann im nächsten Part weiter von im Wald von Firone. Empfohlen ist hier Link mit dem Feuerstab. Den probieren wir doch dann im nächsten Part mal aus. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.